Super hier, Vienna, lasst euch immer was einfallen, gibt super Business-Events, immer bei verschiedenen Partnern, interessante Locations, gute Gespräche, passt super hier. Man lernt immer was dazu, also wir bekommen immer super Führung, auch heute wieder, Braukeller und so weiter besichtigen und die Gehanlagen, also sehr interessant auf jeden Fall. Ja, großartig aufgezogen, die Vienna macht das ja nicht zum ersten Mal, diese Business-Events. Und finde ich eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen. Und ja, da in der Ottakringer Brauerei eine super Location, Traditionsunternehmen und passt daher auch perfekt zu Vienna. Ja, Tradition, Fußball und Bier, das gehört zusammen. Das ist ja fast aufgelegt. Die beiden Häuser sind ja relativ nahe beieinander. Und ja, Bier ist was Emotionales, Fußball ist was Emotionales. Also besser geht's gar nicht. Solche Events sind für die Wiener sehr, sehr wichtig, weil wir wollen unseren Partnern natürlich auch was zurückgeben und die Möglichkeit, bis zu 140 Partnern an einem Abend zusammenzubringen und hier effizient zu vernetzen. Das ist schon ein großer Mehrwert, den wir schaffen können. Das B2B-Netzwerk der Wiener, das ist schon sehr, sehr stark gewachsen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor 7,5 Jahren haben wir das Format 1894 Business Club ins Leben gerufen. Da hatten wir etwa 20, und das ist schon aufgerundet, 20 Gäste an dem Abend. Jetzt haben wir an solchen Abenden, wie gesagt, 140. Wir arbeiten an 150, 160 Partner. Aber nicht nur quantitativ ist es enorm gewachsen, auch qualitativ ist es sehr attraktiv, weil hier treffen sich doch die wichtigsten Entscheider aus sehr, sehr renommierten, starken Unternehmen. Das macht uns sehr stolz und bestätigt uns auch auf unserem Weg. Es soll so weitergehen wie bisher. Das Highlight der Brauereiführung, das haben wir jetzt schon erlebt. Jetzt soll es noch weiter ins Austauschen, ins Netzwerken gehen, ins Kennenlernen. Und wenn da tolle Gespräche entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht, und so soll es sein.